Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren und vor allen Dingen auch liebe Sparer. Vorab möchte ich erklären, Deutschland braucht keine Behörde, die hinterher, wie bei Procon, wie bei P&R, immer erklären kann, was falsch lief. Die BaFin muss entweder grundlegend reformiert und mehr Prüfungsrechten ausgestattet werden, oder sie gehört als unnützes Kostenmonster weg, meine Damen und Herren. Ja, übrigens, diese BaFin soll nun auch, der Kollege hat es gesagt, demnächst die Finanzvermittler überwachen. Lassen Sie es einfach. Und meine Damen und Herren, der Fall Wirecard und die BaFin stehen Pate für BaFin, Brücken, Banken. Nichts geht eigentlich mehr in Deutschland. Die Bananenrepublik Berlin, meine Damen und Herren, vielleicht bald grauer Markt international. Das haben auch, und das werde ich Ihnen gleich belegen, Sie hier zu verantworten, die schon etwas länger hier sitzen. Sie werden nämlich sehen, die Geschehnisse um Wirecard werden in die Geschichte eingehen. Ein Skandal und ein Krimi. Hätte es diesen Skandal nicht gegeben, meine Damen und Herren, Hollywood hätte ihn sich irgendwann ausgedacht. Denn alles ist da, meine Damen und Herren, was einen modernen Blockbuster eigentlich auszeichnet. Ein Rising Star, am 24. September 2018 die Commerzbank aus dem DAX gedrängt und selbst in die erste Börsenliga aufgestiegen. Auch da gestern interessante Ausführungen zu Herrn Hufeld. Betrug, kriminelle Machenschaften, Mr. Kimpel, nein, eher ein Vorstandsmitglied auf der Flucht. Aufsichten, Wirtschaftsprüfer, die offenbar durch einfache Taschenspielertricks, einem Farbkopierer, über den Tisch gezogen worden sind. Ein Kompetenzgerangel und ein Hin- und Herschieben von Verantwortlichkeiten, meine Damen und Herren, wobei wie immer in diesem Lande am Ende will niemand schuld gewesen sein. Natürlich kann man zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht genau sagen, was bei Wirecard passiert ist. Aber eins kann man mit Sicherheit sagen, bei Wirecard handelt es sich definitiv um den größten deutschen Bilanzbetrug im Leitindex DAX. Ein hausgemachter Anlegerskandal, meine Damen und Herren. Die FAZ titelt dazu richtig, im Fall Wirecard hat das System versagt. Und meine Damen und Herren, zu diesem System gehören auch Sie. Sie hätten in der Vergangenheit einfach den Schritt in die Zukunft wagen können und die Regularien so fassen müssen, dass ein Fintech wie Wirecard, da auch eine Bank angehängt ist, unter die Gesamtaufsicht der BaFin kommt. Sie sind der Gesetzgeber, niemand anders. Und schieben Sie jetzt bitte schön nicht die Schuld der BaFin an dieser Stelle zu oder den Wirtschaftsprüfern. Das ist an dieser Stelle nicht gerecht. Sie sind schon länger daran beteiligt. Und immer, wenn das System versagt, wird leider Geld vernichtet, meine Damen und Herren. Geld der Anleger da draußen. Geld, meine Damen und Herren, die Aktie rauschte von 104 Euro Mitte Juni auf nunmehr 1,42 am 29. Juni. Wirecard war auch gerade für Kleinanleger wieder ein Hoffnungsschimmer. Wir wissen hier ja im Hohen Hause, dass die Deutschen ihr Geld lieber sparen, bestenfalls unter das Kopfkissen packen, was sogar bei Negativzinsen vielleicht angezeigter ist. Aber mal ehrlich, wo sollen die Leute ihr Geld denn noch anlegen bei Negativzinsen und Nullzinsen auf dem Sparbuch? Und jetzt passiert sowas. Das ist doch eigentlich eine Farce. Der Präsident der BaFin sagte im Interview, das ist ein komplettes Desaster, das, was wir da sehen, und es ist eine Schande. Ja, es ist eine Schande, dass so etwas passiert. Diese Aussage war eben nicht ehrlich, meine Damen und Herren. Und das erwarte ich von Ihnen hier auch, dass Sie sich ehrlich machen, denn auch als Gesetzgeber haben Sie hier komplett versagt, meine Damen und Herren. Der Spiegel schreibt dazu vor Desaster nach Vorschrift. Und ich will auch das Auftreten des Präsidenten gestern weiter nicht kommentieren. Ich kann nur sagen, wäre die BaFin für die Aufsicht von Atomkraftwerken verantwortlich, die wir ja leider dank Frau Merkel und ihrer missratenen Energiepolitik nicht mehr haben, dann wäre ganz Europa längst verstrahlt. Denn eins ist klar, alle hier haben eklatant und auch Sie im Saal versagt. Und das, meine Damen und Herren, werden wir als AfD in den nächsten Wochen klar und deutlich nachforschen. Wir werden nachfragen, wer, wann, wie an dieser Stelle versagt hat. Wir werden alle vorliegenden Indizien prüfen. Und, meine Damen und Herren, und wenn wir dafür einen Untersuchungsausschuss oder einen Sonderbeauftragten brauchen, damit wir den Fall lückenlos aufklären können, dann müssten wir eben auch dieses tun, meine Damen und Herren. Das sind wir den Sparern in diesem Lande schuldig. Ich werde zum Beispiel noch mal ganz genau wissen wollen, wie die Prüfungen bei der DPR, der Deutschen Prüfungsstelle für Rechnungslegung, von einem Mitarbeiter durchgeführt werden konnte, ohne, meine Damen und Herren, dass bei der BaFin mal irgendjemand dafür Interesse gezeigt hat. Darüber ist zu klären, über diese ominöse Mail, ob vielleicht im Jahre 2016 schon Hinweise über Cashflow-Schwankungen und Bilanzunregelmäßigkeiten der BaFin vorlagen, meine Damen und Herren. Und Herr Scholz, er ist jetzt nicht da, Sie sollten tatsächlich einen Urlaubsstopp
im ganzen Bundesfinanzministerium verfügen. Denn wir müssen schnellstmöglich aufklären und wir müssen vor allen Dingen nach den Sommerferien, nach der Sommerpause vernünftige Gesetzentwürfe vorlegen, damit das in der Tat keine Lippenbekenntnisse bleiben, was Sie hier sagen, damit dies in Zukunft nicht wieder vorkommt. Denn es bleibt zu hoffen, dass der Albtraum Wirecard nicht so enden wird wie die Causa Hypo Real Estate, getreu dem Motto, die Kleinen hängt man auf und die Großen lässt man laufen, meine Damen und Herren. Lassen Sie uns dieses Problem gemeinsam angehen. Danke. Jetzt.